Hey Leute, es geht weiter mit Silent Hill. Wir sind zusammen in die Schule gekommen und ja, ich hatte noch ein Tonikum eingesammelt in diesem Arzneischrank hier um die Ecke. Und ja, weiß ich nicht. Gibt es in dem Raum noch irgendwas Interessantes, irgendwas zu lesen oder so? Ich glaube nicht, denn dann würde ich sagen, erkunden wir mal diesen mysteriösen Ort, an dem seine verschollene Tochter sein soll. Ach ja, und dann rüste ich mich mal um von Pistole auf dieses tolle Rohr hier. Und mir ist auch aufgefallen, dass er so gehechelt hatte, weil seine Gesundheit halt total down war. So, das war jetzt ein Seitschritt. Wie ging denn das nochmal? Okay. Ja, alles klaro. Das abgeschlossen. Okay. Ja, die Steuerung ist der Burner. So, dann gehen wir hier weiter. Oh Gott, die Musik ist so schlimm, finde ich. Voll gruselig. Oh, ich kann hier durchgehen. Jawohl. Nein, ich bin ja hier rausgegangen. Das wollte ich gar nicht. Gehen wir hier durch. Hier war ich noch nicht. Gott sei Dank haben wir ja eine Karte. Wo bin ich denn eigentlich gerade? Wo bin ich denn? Ach so, ich bin in der Lobby. Okay. Warum? Moment mal, gibt's da noch einen Zwischen draußen? Nee. Nee, warum bin ich dann wieder hier? Wieso steht er dann so rum, wenn ich so rum soll? Hier ist doch dann. Ja. Hier möchte ich hin, genau. Und jetzt versuche ich nämlich nochmal geradeaus. Ach, das war der Innenhof, deswegen. Das ist nämlich nicht das draußen, wo wir herkommen. Alles klar. Und hier komme ich gerade her. So, wo waren wir denn noch nicht? Vielleicht einfach mal ganz geradeaus. Oder um. Nee, hinten ist verschlossen. Ja, dann geht ja nur ganz geradeaus. Da waren wir noch nicht. Genau. Ist aber auch abgeschlossen. Dann können wir ja nur über diesen großen Hof rennen oder was? Das ist ja doof. Natürlich will ich da nicht gerade gerne hin. Aber wenn uns nichts anderes übrig bleibt, weil überall abgeschlossen ist, dann laufe ich hier mal ganz schnell geradeaus, wenn ich denn dann hier nicht so dämlich herumhopsen würde. So, dann lauf mal. Was sind denn das für Viecher? Die habe ich ganz vergessen. Die habe ich ganz vergessen. Oh ja, lass mich doch mal los, damit ich dich auch mal platt machen kann. Die sehen aus wie. Ich weiß nicht, wie sehen die denn aus, bitte? Wie so Menschen in so einem ekligen Hautkrallenkostüm. So sehen die aus, ja. Und ich habe bestimmt jetzt voll Energie verloren, ne? Ach du Schitte, ja. Ja, das geht ja schnell hier mit dem Draufgehen, würde ich sagen. Das lief schon mal nicht so gut. Das Schloss klemmt, die Tür kann nicht geöffnet werden. Ich bleib mal erstmal hier unten. Nichts drinne. Irgendwas zu lesen hier? Nö. Ich will noch nicht nach oben. Ist hier irgendwas in den Schränken? Nö, die interessieren ihn gar nicht. Kann die Kamera sich auch mal ändern? Ich glaube, in diesen Räumen war ich bestimmt auch noch nicht. Das klemmt auch. Und das klemmt natürlich auch. Ja, das ist hier in Silent Hill auch ganz typisch. Wenn man irgendwo nicht rein soll, dann klemmt alles und ja. Ist abgeschlossen, klemmt. Das Übliche.
abgeschlossen, abgeschlossen, abgeschlossen. Dann versuchen wir es hier nochmal. Klemmt natürlich auch. Die letzte Tür vielleicht. Die letzte Tür soll es sein. Oh, eine Toilette. Yay. Ist hier irgendwas? Geht der irgendwo hier rein oder so? Nö. Guckt der irgendwo hin oder? Ich habe immer das Gefühl, er guckt da irgendwie nach links. Was ist denn hier eigentlich? Das, was hier steht, ist aber nicht zum Mitnehmen, ne? Nee, okay. Gut. Ich weiß immer noch nicht, ob ich hier mit Joystick oder dem Steuerkreuz spielen soll. Mal so irgendwie. Ach, da kannst du auch noch rübergehen. Hä, nee, da komme ich doch gerade her. Ach so. Ich dachte, hier gibt es auch noch so eine andere Seite oder so. Gut, dann nicht. Das hat's ja gebracht. Oh. Och Leute, ich hab doch draufgehauen direkt. Geht doch. Jetzt war hier ein Monster, jetzt muss hier auch was sein. Wehe, wenn nicht. Einfach nur blöd, Monster ist doof. Und mein Controller vibriert voll. Das ist ein unangenehmes Gefühl, weil... Ach, das kann aber sein, dass es vibriert, weil es mir nicht gut geht. Nee, ich bin aber noch orange. Dann müsste das ja noch gehen. Okay. Ich finde es trotzdem halt voll bedenklich irgendwie, wie schnell die einen hier kriegen. Entweder, weil ich nicht so gut das hier handle mit der Steuerung und dem... Hallo? Ja, genau, das meine ich. Oder weil man halt echt nicht drumrum kommt. Und ich wollte jetzt hier nicht mit der Pistole. Gut, ich... Hier ist irgendwie nichts. Obwohl ich das komisch finde. Ja, nicht. Hatte ich die Tische... Ich hatte jetzt alle Türen auf der Seite, glaube ich, schon. Ja. Dann gehe ich nach hinten durch nochmal. Ja. Klapper da nochmal alles ab, weil ich will halt noch im Stockwerk bleiben. Okay, das war die Tür, habe ich mir fast gedacht, weil es eine breite Tür ist. Eine Doppeltür. Oh Gott. Ist nicht schön hier, nur dass ihr es wisst, ne? Es ist unangenehm. Oh, ich bin schon an einer weiteren Tür schon wieder vorbei, die ich nicht gesehen habe. Echt? Okay, die ist abgeschlossen. Die will ich, glaube ich, noch nicht. Nee. Wo will ich denn jetzt überhaupt hin? Direkt mal nach links vielleicht von mir? Auch klemmend. Die großen breiten Türen interessieren mich noch nicht gerade, aber die geradeaus vielleicht einfach mal. Dann sind wir sozusagen am Rand schon lang. Okay, da können wir nicht lang, aber abgeschlossen heißt, man kann es vielleicht noch aufschließen. Von daher, ja. Wo ist denn das Vieh? Ah, da ist ja, was ist denn das? Quietschiges. Huch. Ja, nimm mal die Pistolenmunition. Sehr schön. Und lauf mal einfach an dem Vieh vorbei. Schloss klemmt. Okay. Gut. Immerhin war hier Muni. Nee. Dann doch nicht. Was habe ich denn noch nicht ausprobiert? Ich glaube, ich habe alles ausprobiert. Dann gehe ich jetzt mal ein Stockwerk höher. Sorry, ich habe nur meine Katze im Blick gehabt.
Oh, es ist offen. Oh, oh. Kommt ihr? Och, Manno. Lass los. Lass los. Scheiße. Hallo? Nein. Scheiße. Oh Gott, er geht voll schnell drauf. Yeah, schon wieder Game Over. Ich spiele voll schlecht. Entschuldigung. Ja, das ist ja doof. Bis gleich. Ich mach ganz schnell hier. Bis gleich. So, da bin ich wieder und hab jetzt diesmal die Viecher direkt getötet, aber es sieht überhaupt nicht gut aus. Ich habe alles verballert, fast an Muni und ich habe den Verbandskasten auch schon eingesetzt. Ich habe aber auch die Viecher in diesem Vorgarten getötet. Und ja, ich finde, es läuft aber trotzdem irgendwie ziemlich schwierig. Ich muss mich wohl daran gewöhnen, noch exakter zu kämpfen und nicht so, ach, einfach mal drauf los und wenn die mich mal festhalten, nicht so schlimm. Ich glaube, das ist richtig blöd, wenn die einen so sich an einen so festnageln. Außerdem vibriert mein Controller auch schon die ganze Zeit. Ich bin im orangen Bereich und wir haben drei von diesen Tonikums nur noch. So richtig begeistert bin ich nicht. Ich lade die Nummer eben. Und dann rüste ich nochmal den hier aus. So. Ja, dann wird der Controller eben ein bisschen weiter vibrieren, weil dann ist das so. Hier ist noch ein anderer Klassenraum, dann gehe ich da nochmal rein. Hier kommen bestimmt auch welche, oder? Nicht? Oh, da bin ich aber irgendwie froh. Nichts Brauchbares in der Tischschublade. Okay. Das ist so eine Karte, das interessiert ihn wahrscheinlich nicht so. Ja, wir sind hier in irgendwelchen Klassenräumen. Wahrscheinlich einfach. Ich schätze mal, dass der Harry einfach irgendwie erhofft, ein Zeichen zu finden, was mit seiner Tochter ist. Wo die sein könnte. Ist hier irgendwas? Da ist so ein Tisch. Wir sind hier überall Tisch. Ich wollte gerade sagen, da sind so Spuren drauf, aber die sind überall. Nichts Interessantes anscheinend hier. Gut. Ich habe manchmal das Gefühl, er guckt da irgendwie wohin. Vielleicht sieht das auch nur so aus. Ja, okay, gut. Ja, wo war ich noch nicht drinne? Ich muss mal schauen. Ich habe das eigentlich so versucht zu machen wie zuvor. Da kommen jetzt schon wieder Toiletten. Och nö. Ich habe natürlich auch keinen Bock drauf zu gehen. Oh mein Gott. Was ist das? Hab ich mich erschrocken? Hab ich mich erschrocken? Hallo? Oh Gott. Hallo? Auf einmal heult hier jemand, ey. Ist da jemand in den Toiletten? Sagt er da irgendwas zu? Ja, das ist Silent Hill. Pure Erschrecker-Momente. Nehmen wir mal die nächste Toilette, wird bestimmt noch schöner. Scheiße, zwei. Scheiße, zwei. Schnell platt machen. Platt machen. Platt machen, platt machen, platt machen. Oh, Gott sei Dank. Okay, Pistolenmunition sehr gut. Bin ja schon froh, wenn ich hier so heil immer rauskomme. Also zwei sind, finde ich, nicht ohne. Hier heult keiner, aber hier sind Monster. Wo kommen in dieser Schule oder wo kommen denn hier in dieser eigentlich normalen Schule, nur dass diese Stadt nicht mehr total verlassen ist, aber wo kommen denn diese Monster bloß her? Ja, das ist so die Frage. Ich könnte jetzt nach rechts gehen, weil die anderen Räume habe ich ja eigentlich schon gehabt. Dann gehen wir mal da durch. Ich rüste mich mal hier mit der Pistole jetzt aus. Wenn da welche kommen, dann habe ich eine größere Reichweite. Und ja, ich mach's einfach mal. Es ist nicht abgeschlossen. Okay. Gut. Oh.
Sehr gut. Schnell hin. Kaputt machen. Den auch. Sonst steht er wieder auf. Oh, Gott sei Dank. Sehr gut. Okay. Mhm. Oh. Irgendwas ruckelt hier. Was ruckelt hier? Was ist das? Da ist irgendwas drinne. Bloß eine Katze. Die arme Katze. Ob das... Ach du Scheiße. Ach du Scheiße. Die wurde von irgendwas getötet. Nichts drinne. Der Katze ist gerade irgendwas passiert. Rennen und Spielen in Umkleideraum verboten. Okay. Okay. Ich habe leicht Angst. Deswegen spiele ich manchmal auch so hektisch. Oh Gott. Was ist denn jetzt hier passiert? Oh. Okay. Ich würde gerne speichern, kann aber nicht irgendwie. Warte, habe ich den anderen Raum noch nicht ausprobiert? Ich habe den Musikraum noch nicht ausprobiert. Oh Gott, meine Anspannung, die wächst und wächst hier in diesem Spiel. Echt. Okay. Es lässt sich nicht öffnen. Komisch, sieht aber trotzdem nicht abgeschlossen aus. Wieso denn abgeschlossen? Was steht hier? Es ist in Blut geschrieben. Geschichte von Vögeln ohne Stimme. Zuerst flog der gierige Pelikan erpicht auf die Belohnung, weiße Flügel flatternd. Dann kam eine stille Taube und flog weiter als der Pelikan, so weit wie sie konnte. Ein Rabe fliegt herbei, höher fliegend als die Taube, einfach um zu zeigen, dass er es kann. Ein Schwan gleitet heran, um eine friedliche Stelle zu finden, gleich bei einem anderen Vogel. Zum Schluss kommt eine Krähe hinzu, die schnell zum Stehen kommt, erst gähnt und dann einnickt. Wer wird den Weg zeigen? Wer wird der Schlüssel sein? Wer wird zu der silbernen Belohnung führen? Ich weiß es nicht. Das sind viele Rätselanspielungen und ich denke, da kommt noch was, wo wir das wahrscheinlich eher verwenden können, was das zu bedeuten hat. Oder es ist der Schlüssel zu dem Klavier hier. Vielleicht gibt es noch einen Schlüssel später zu diesem Klavier, dass man das benutzen kann. Mal schauen. War hier noch irgendwas? Nee. Ja, also. Also, es muss sich irgendwie öffnen lassen. Ich weiß nur noch nicht wie. Gut, dass hier nicht auch schon wieder Monster sind. Ach, wir sind auch wieder hier, deswegen. Ach, und das wurde auch direkt eingetragen mit dem Piano. Nee, ich wollte nämlich eigentlich auf die andere Seite. Dann lauf mal da rüber. Hier waren wir nämlich noch nicht. Jawohl. Ja, stirb! Nein, 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 lass mich. Tritt drauf, schnell. Oh, leck mich. Kannst du dich mal... Nein. Nein, nein, nein. Oh. Es war so klar. Ey, die Steuerung. Ich hätte mich einfach schnell gerne umgedreht. Und die Scheiße ist, dass ich jetzt alles nochmal machen kann. Ja. Ich überlege gerade, wie ich das jetzt am geschicktesten tue. Am besten, ich spiele immer so, dass ich zwischenzeitlich einfach nochmal rüberrenne und speichere, weil man kann ja hier nicht mal eben zwischenspeichern und das ist echt blöd, weil ich verrecke hier super schnell gerade und ja, das ist doof gelaufen, würde ich sagen. Da wir aber jetzt schon bei 20 Minuten sind, mache ich einfach mal einen Cut und dann sehen wir uns im nächsten Part wieder, ja,
Ich überlege gerade, ob ich das irgendwie verbessern kann, aber mir fällt gerade auch nichts ein, außer dass ich mich einfach dran gewöhnen muss, hier gegen die Viecher zu kämpfen. Und fertig aus die Maus. Okay, bis zum nächsten Mal.